Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Textit. Mir ist irgendwas aufgefallen. Ich habe irgendwie eine Schweinenase. Und ich weiß nicht, woher die kommt. Und ich grunze. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Irgendwas muss zwischen den Aufnahmen passiert auf jeden Fall sein, dass wir auf einmal eine Schweinenase haben und dauernd ich Schweine im Ohr höre. Jetzt kriege ich da einen Tunnel auf dem Schweinekotelett. Naja, auf jeden Fall. Wir haben eine. Ruhe. Wir haben in der letzten Folge diese Ender-Tanks bekommen. Ich will ruhig sein. Aber wir brauchen noch Weltennägel. Ich trinke. Wir brauchen auf jeden Fall diese Weltennägel, damit die Sachen dauernd geladen werden. Bedeutet, wir brauchen erstmal Diamantos. Und Diamantos brauchen wir 4 Stück, Gold 8, 2 Enderperlen und 4 Obsidian. Und das sollten wir eigentlich alles haben. Bitte sag, dass wir noch irgendwo Obsidian haben. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Schaut schlecht aus. Aber wir haben auf jeden Fall. Also, wer kann. Nicht das ganze Gold. 8 Gold. Nein, Obsidian. Schon, wo ist das Obsidian? Das ist Obsidian. So. Kann ich von da oben vielleicht noch schnell eins absaugen? Wo ist da ein? Da ist er. Die Batterien halten lang genug, denke ich. Alter, dieses. Das geht mir auf den Sack. Will ich nicht, mag ich nicht. Habe ich nicht hier irgendwo einen Wassertank gebaut? Nee, ne? Ist gut jetzt. Ich habe kapiert, dass wir eine Schweinenase haben. Warum ist da ein Eimer drin? Auf jeden Fall, warte mal. Das bringt mich gerade so durcheinander, diese scheiß Grunzen. Da. Oh, es sind sogar. Es sind doch genau zwei. Und die zwei. Die 4 Diamanten. Ja, verarsche mich hier. Oh Gott sei Dank. Warum haben wir die Diamanten dann da drin? Das ist doch volle Platzverschwendung. Aber die könnte ich jetzt gebrauchen. So. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen aufräumen hier. Warte mal. Wo ich die sammeln? Dann. Die auch zum Beispiel. Oder die ich da. So ein bisschen Platz kriegen. Und jetzt ist wieder dunkel draußen. Immer. Pumpe haben wir auch schon. Einen elektrischen Generator haben wir auch. Ah, scheiße, warum ist das eine Wildcraft Factory? Ist das Tolle daran ist, wir brauchen nochmal die Scheiße von da draußen. Nein! Habe ich echt nicht mehr. Schade. So, zwei von diesen Weltenangeln, Dingen, Dangeln. Achso, warte mal, die andere muss ich noch produzieren. Ne? Total vergessen! So schnell mit der Diamantspitzhacke weg damit. Ich will das haben. Irgendwas muss ich füttern. Ich weiß nicht mehr, was ich füttern muss. Irgendeinem speziellen Pulver, glaube ich, muss man das Teil füttern, damit es die Weltenangel dann übernommen hat. Weil wir müssen ja beide Seiten sozusagen aktivieren, damit die Lava dauernd fließt. Das ist ja halt das Problem mit der Weltenangel. So. Der deaktiviert mit einem Weltenangel. Ich muss jetzt eigentlich mal einsetzen, einfach um zu gucken, irgendwie. Wir brauchen Weltenageltreibstoff. Obsidianstaub, Enderperlen machen 4. Leerstaub und Enderstaub. Was ist Leerstaub? Und wenn, wie kriege ich den Leerstaub her? Leerstaub. Da ist er. Leerstaub wird aus Enderstaub, pulverisierten Obsidian und Coal Dust hergestellt. Obsidian pulverisieren sollten wir schnell hinkriegen. Ender Dust. Ja. Kommt jetzt so drauf an. Aber ich könnte auch Obsidian Dust nehmen. Bedeutet, ich brauche Obsidian. Und Obsidian Dust können wir dann produzieren, rein theoretisch fast schon. Ob das funktioniert, ist eher die andere Frage. Ich will gerade, ob es. Irgendwie ist das alles so leise. Heißt man, wie. Meine Kopfhörer schon geschaltet? Ich weiß es gar nicht. Ah, ja. Auf meinen Kopfhörern war alles leise geschaltet. Hupsi. Rein theoretisch, wenn wir jetzt hoch zu unserer Pulverisierungsmaschine gehen. Alter, dieses.
Warum habe ich das? Wo kommt diese Nase her? Von welchem Mod ist das? Schaut euch das an, die ist sogar 3D. Das ist eklig. Wie viel Staub kriegen wir da raus? Bitte sag mehr als ein. 4, yes. Oder wir können 2-2 machen. Alter. Das bedeutet aber auch, dass wir für die Pumpe das Zeug da drüben mitnehmen müssen. Ich mache das zwar ungern, aber es muss sein. Können wir ja zu jedem Zeitpunkt sonst auch noch wieder aufbauen. Aber wir brauchen das ja halt auf der anderen Seite. Eine, das, der andere. Das gehört irgendwie so. Und da dazwischen kommt dann das Teil. So. Dann gehen wir mal durch das... Ah ne, warte mal, wir haben gar keine... Wir haben gar keine Röhren mit. Noch nicht mal billige Röhren. Habe ich denn solche Röhren eigentlich schon gebaut? Hölzere Transportröhre, Strukturröhre. Warum habe ich Strukturröhren gebaut, bitte? Ich habe doch bestimmt noch mehr von diesen Röhren gebaut. Quarzfaser, MX-Fluid. Kann ich einmal bitte die Schnauze halten? Findet ihr das genauso nervig wie ich oder bin ich der Einzige, der gerade von diesem Rotz-Dings-Pumps genervt ist? Buildcraft. Wir müssen kurz mal gucken. Buildcraft. Visible. Ja, warte mal. Add Buildcraft. Add Buildcraft. So. Dann gibt es doch bitte schön die goldene Energieleitung. Nee, ich bräuchte die Wooden Diamond. Nee, ich hätte gerne die Pflastersteine. Eine Energieleitung. Sandstein, Flüssigkeitsröhre, lehmiges, eisernes, goldenes, Quarz, steinernes. Dichtung. Jetzt im Ernst? Braucht dafür einfach nur Dichtstoff? Ich sehe einfach, die Stufen müssen da schnell aus dem Inventar. Das ist jetzt gerade echt schwierig. Kirikiri hier. Ich brauche dafür eine Dichtstoff. Jetzt im Ernst? Oh, ich nehme einen Stirling-Generator dabei. I don't know. Gott, mein Hirn hängt gerade. Das ist nicht gut. Ich wollte Dichtung machen, bedeutet, ich brauche Slime. Wo habe ich Slime? Ich hatte irgendwo Slime gelagert. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Die ich sehr hoch springen. Nee, das war es nicht. Ich brauchte die Schleimbälle. War mir eigentlich sicher, dass ich von denen welche habe. Ich habe so viel Scheiße in dem Inventar hier drin. Oh Gott. Kann ich aus dem einen ganz normalen wieder. Kann ich da wieder Slime rausholen zum Beispiel? Jo. Daraus kann ich Dichtung machen. Perfekt. Jetzt muss ich bloß aus Pflasterstein rühren. Glas und Pflasterstein. Habe ich noch einen normalen Stone? Das ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Was ist der Unterschied? 0,4 Buckets per Second, das ist das Doppelte. Gold wäre noch schneller. Komm, lassen wir uns für den Anfang nicht lumpen. Das sind goldene Leitungen, wir können ein paar von machen. So. So. Jetzt habe ich 32 von den Goldleitungen. Hupsala. Und ich brauche für alles eine Dichte. Oh Gott. Und noch mal ein paar von diesen Blocks. Freue ich denn die? Jetzt tun wir noch ein paar mehr von denen schnell verwandeln. Zack, zack, zack. So, jetzt habe ich 16 von beiden. Das ist aufgeteilt. Und genau, wir brauchen nur einen. So. Jetzt gehen wir in die Hölle. Schauen wir, wie gut das funktioniert. Wir wollen auch noch ein Starter-Kit. Da fährt mit Holz haben wir dabei. Perfekt. Das sollte funktionieren. Lasst mich durch. Vielleicht werde ich dann nicht mehr durch. Oh Gott. Bruh, das hat sich gedreht. Das war jetzt gerade nicht angenehm. Wo bin ich? Oh mein Gott, was ist das?
Nicht dein Scheiß. Ernst. Das Arschloch hat echt meine... Dieses dreckige Arschloch. Das geht schnell. Flüssigkeitsröhre muss oben dran. Noch genug Baustoff vielleicht dabei. Das hat mich jetzt irgendwie oh Scheiße, wie komme ich denn hier eigentlich wieder raus? Auch wenn das vielleicht jetzt eine blöde Idee ist, ich brauche hier weiterhin mal schnell die Plattform mit Holz. Wir pumpen ja nur Magma. Dann nochmal 1, 2, 3. Hier bedeutet, hier muss nachher der Generator hin. Wir müssen erstmal sozusagen da pumpen. Dann brauchen wir einen Stirling. Da kommt jetzt ein bisschen Holz rein. Braucht der echt einen Hebel? Jetzt habe ich zum Glück noch einen Hebel mit, oder was? Da kommt jetzt die Lavapumpe. Die wird aufgefüllt. Gut, dann kann ich das wieder abbauen. Und dann... FE ist compatible mit 79% der Mods. Du bist MJ. Und das, was ich gemacht habe, war falsch. Gleich zumindest, weil er sollte keine Energie mehr kriegen, oder? Ne, er kriegt voll die Energie. Nice. Und dann kommt hier daneben... Der Endertank. Der kriegt oben. Nein, kein Hebel drauf. Ah, den muss ich einfärben sonst. Okay. Nee, da doch habe ich jetzt gerade keine Lust. Aber ich habe hier noch Neverrack. Da wollen wir die Plattform noch ein bisschen aus. Und da wir wahrscheinlich hier eine höhere oder eine längere Zeit mittlerweile verbringen müssen, teilweise. Aber wir haben eine unendliche Energiequelle. Jetzt ist natürlich... Oh, schön. Der Tank wäre jetzt schon zum Beispiel voll. So. Das haben wir hier zum Beispiel schon mal abgesichert auch. Das ist jetzt sozusagen das Petromobil. Wir tun hier aufpumpen die ganze Zeit. Energie kommt nach und die Pumpe tut hier nachpumpen in ordentlichen Maßen. Aber jetzt kommt noch der Weltnadelpunkt hier rein. Aber wir haben Holz. Gab es da nicht mal so einen Trick? Wie ging das? Ich habe nicht mal so viel Zeit. Ich muss... Versuchen. Wir versuchen mit der Lava Feuer zu erzeugen. Wenn das funktioniert, sind wir heile draußen. Wenn nicht, sind wir auf ewig, glaube ich, in der Hölle, verdammt. Ich habe natürlich schlauerweise nichts. Oh, shit. Nichts mitgenommen. Wer erwartet denn, dass man auf einmal in der Hölle eingesperrt ist, weil auf einmal ein Skelett mitgekommen ist? Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles schon in der Nether gebaut haben. Das ist eigentlich das Traurige. Einmal mit. Dem kann ich mir das Lava da schnappen. Und hoffen. Wo ist die Lava jetzt hin? So. Das
dass wenn ich das daneben lege, es anfängt zu brennen. So müssen die Möglichkeiten zu verringern. Fang einfach an zu brennen. Bitte. Brenne. Tu schon mal einen rein. Wie, das geht nicht. Stand doch pulverisiert. Also Obsidian Staub. Was denn Obsidian Staub? Fluidstaub. Titanstaub, Kolben, Enderstaub, Leerstaub. Bin ich denn Obsidianstaub? Blitzstaub, Blasenstaub. Titanstaub, Seelenstaub, Holzstaub. Hä? Obsidianstaub. Schau mal, Obsidian. Obsidian. Ich muss es hier eigentlich einen Obsidian-Dust geben. Das ist Dust. Das habe ich doch gemacht. Er heißt halt anders, dass er rausgekommen ist. Oder muss es doch was Spezielles wieder doch? Es fang doch an zu brennen, bitte. Gibt's doch gar nicht. Feuer. Kann ich wieder Feuer irgendwie machen? Feuer, 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 Feuer. Ging da nicht was mit Sticks? Irgendwie mit Sticks ging doch was. Ein Starter-Kit. Bitte, 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 bitte. Das ist vielleicht die Rettung. Mal kurz den Eimer hier weg. Nehmen wir das Holz weg. Wenn das funktioniert. Oh mein Gott, dann bin ich happy. Dann bin ich happy, dann bin ich happy, dann bin ich happy. So, einmal hier schnell alles wieder gerade machen. Ich will hier nicht unten bleiben. Ja, es hat funktioniert. Weg damit. Nein. Das habe ich gerade nicht getan. Das habe ich gerade nicht getan. Nein. Ich wollte das doch wegschmeißen. Mann. Okay, Leute, ich werde jetzt mich zurückbegeben. Mal nach Enderperlen suchen. Und wir sehen uns mit meinem Schweinecharakter in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Mann!